Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Might & Magic Book One. Beim letzten Mal haben wir ziemlich aufs Maul gekriegt von Robin Hood und seinen Gesellen, also dem Lord Archer, fast richtig, Lord Archer. Und ich dachte mir, als ich gerade angefangen habe, dass ich gar nicht so richtig weiß, was ich heute machen will. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal in eine Stadt zurück. Welche war das? Ja, hier, wo wir immer noch nicht diese blöde Geschichte hier oben mit der Krypt erledigt haben. Und versuchen wir es einfach nochmal. Sind wir ausgeruht? Sind wir? Wir sind vielleicht ein bisschen höher levelig. Also, erstmal gehen wir hier ins Inn. Yes. Dankeschön. Okay. Gut. Dann gucken wir nachher Darkness. Aber da weiß ich ja noch, was lang geht. Hier lang, hier. Und jetzt kommt der erste Kampf. Der ist ja noch ganz easy. Hier können wir nicht rasten. Irgendwo können wir. Ne, hier können wir nirgends rasten. Obwohl wir können ja, ich kann zurück. Das ist alles gar nicht nötig hier. Aber ich glaube, das ist bei Ghoulen auch nicht wirklich relevant, ob wir rasten können. Die können wir so tot kriegen. Ich meine, wir können das machen. Ah ja, stimmt. Okay, das stimmt. Hier waren mehrere Probleme. Ich erinnere mich dunkel. Weswegen das hier schwierig war. Ich meine, eigentlich müssten wir das irgendwann ja mal bootforcen können, sag ich mal. So. Wir sind da jetzt raus aus der Suppe und. Okay, also in diesem einzelnen Raum mit dem E südlich von uns, da waren, glaube ich, Vampire drin. Die haben wir ja mit ein bisschen Glück besiegt. Das haben wir aber nun mal schon gemacht. Das müssen wir ja nicht nochmal machen. Da glaube ich mir einfach, dass wir das jederzeit wiederholen können, diesen wahrscheinlich sehr glücklichen Erfolg. Was wir aber noch nicht geschafft haben, sind diese grauen Kästchen da links. Und das wollen wir jetzt mal. Da muss da irgendwas sein. Ich meine, die Kämpfe werden da beständig schwieriger. Da muss irgendwas sein. Das sind mehr als sonst. Na gut. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das so viele waren. Immer noch nichts Besseres als ein Fireball, ne? In diesem Fall. Nee, doch Cold. Nee. Monster slow weaken. Nicht wirklich. Na gut. Ich glaube, hier in dem Gebiet können wir noch rasten. Zumindest können wir ja auch wieder raus, weil wir die Kämpfe jetzt ja einmal gemacht haben. Sind ja nicht sofort wieder da. Du machst mal nix. Also ich denke, wir können uns halbwegs vernünftig vorbereiten. Also, ich meine, so richtig viel vorbereiten können wir uns nicht, weil wir müssen halt einfach den Schaden tanken können, den wir kriegen. Und der war erheblich, aber. Ich meine, jetzt, wo wir alles gereinigt haben, könnten wir ja zurück und den Tempelbonus uns bringen. Das könnte. Ja, weil wenn wir den Tempel betreten, verlassen wir nicht die Karte. Der ist ja hier. Das heißt, wir könnten die Kämpfe machen. Soweit wir sie schaffen, dann gehen wir zum Tempel, geben uns den Boost, gehen zurück, machen wieder einen Kampf, gehen wir zurück, gehen wieder zurück. Also, das klingt ziemlich grindy. Aber nee, kannst du.
Okay. Ah ja, hier können wir schon nicht mehr rasten. Okay, aber die ersten Kämpfe waren ja kein Problem. Okay. Gehen wir also wieder zurück. Rasten. Yes. Gehen wieder zurück. Nein, nein, nein. Use. Achso, die Tür ist noch offen. Eine Tür, die offen geblieben ist. Ich glaub's ja nicht. Das Spiel wird nachsichtig. Ich wollte zaubern. Du zauberst. Leatherskin. Psych Protection sollte erstmal reichen. Mehr fällt mir auf Anhieb nicht hier ein. Das sind auch mehr als sonst, oder? So, zaubern geht immer noch nicht, ne? Daran hat sich nichts geändert hier. Oh ne, hier geht zaubern, okay. Wo war das denn? War das ab dem zweiten Kampf? Boah. Nix, okay. Gut. So, ich glaube, ab hier können wir nicht mehr zaubern. Okay, Phantoms. Das geht alles noch. Testen wir. Ich würde sagen, Schluck auf. Passt richtig gut zeitlich. Ich mal kurz. So, okay. Also, geht nicht, ne? Ja. Machen die schon irgendwas Böses? Ich glaube nicht. Phantoms gehen noch. Die machen einfach nur Schaden. Ich sollte mich erstmal auf einen konzentrieren, bis er wirklich weg ist. Oder wir warten, bis sie weglaufen. Das geht auch. Okay. Könnte sein, dass. Nee. Was? Das ist eine ganze Menge. Banshees. Banshees stellen wir irgendwie ein bisschen anders vor. Das ist eher so Huibu, aber gut. Nur, dass sie es mal testen will. Ja. Ich meine, dann können die ja auch nicht zaubern. Ich hoffe, dass ihre Fähigkeiten darin bestehen, dass sie zaubern und dass das nicht irgendwas Berührungsmäßiges ist. Sieht so aus. Das ist sehr entspannt dann. Ja, da könnt ihr heulen, wie ihr wollt. Ihr könnt uns nicht umheulen. Obwohl, ich glaube, Banshees in Might Magic haben gar keinen. Das sind gar keine Todesfeen im engeren Sinne, glaube ich. Machen die denn? Weiß ich gar nicht. Könnte nachgucken, aber will ich jetzt nicht. Doch, das weiß ich. Die machen Sleep. Egal. Also sie machen auf jeden Fall. Ich glaube, sie machen nicht Death. Wie sie es in anderen Spielen ja gerne machen. Und in den richtig lustigen Spielen auch ohne Rettungswurf oder irgendwie so ein Spaß, sondern einfach. Man hört sie und ist tot. Aber ich meine, sonst, ich habe das gesehen, das war ein Laken. Also ich meine, was wollen die auch groß für Schaden machen? Ich meine, es läppert sich. Ja, es läppert sich. Es läppert sich. Verzeihung.
So, und die letzte auch noch. Come on jetzt. Dankeschön. Nothing? Okay. So, ich glaube, der nächste Kampf war das Problem. Und was wir deswegen machen, ist, wir... Na, hat wieder hinter uns jemand abgeschlossen. Naja, gut, das können die Vampire gewesen sein. Die sind nicht weit hier weg. Und das jetzt nötig, Spiel. Schlag mal einer den Basilisken tot. Dankeschön. Ups, wollte eigentlich auf den Ogre schief schießen, habe ich vorbeigeschossen und dafür ein Shadow Beast getroffen. Also und mit vorbeigeschossen meine ich, die Taste verfehlt und statt DF gedrückt und deswegen ja, ist ein bisschen wie vorbeigeschossen. Aber immerhin haben wir wieder anders getroffen. Pavela ist okay. Ja, bitte. Dürfte ja eigentlich auch nicht funktionieren, weil wir ja Dingens sind, ne? Psych Protected. Dann schlag mal auf den Ogre Chief. Der Ogre Chief hat ein paar Hitpoints. Der Ogre Chief hat immer noch ein paar Hitpoints. Der Ogre Chief hat keine Hitpoints mehr. So. Wahrscheinlich werde ich mich jetzt wieder ein halbes Video mit der Vorbereitung beschäftigen, um da hinzukommen und es dann wieder nicht schaffen und dann wieder feststellen, naja, müssen wir später nochmal wiederkommen und dann werde ich das mir nicht merken, zu welchem Zeitpunkt es war und dann denken, dass wir es schon wieder schaffen können. Achso, wir wollten rasten, ja. Und dann feststellen, dass der Zeitpunkt zu nah in der Vergangenheit war, dass wir also noch nicht deutlich genug besser geworden sind und alles wird furchtbar. So, wo ist denn der Tempel? Der ist hier irgendwo, ne? Ja. Guten Tag, die Herren, die Damen, die Herren. Ah, nee, die Geister, also was auch immer. Die Anwesenden. Need help? Yes, bitte. Make donation. Ich glaube, kommt irgendwo eine Meldung, ne? Okay, shall be protected. Ich glaube, das geht jetzt für alle, ne? Da gab es doch Fearless und Protect. Ja, okay. Lalalala. Spiel! Schön, dann ist jetzt... Obwohl, nee, der Bonus war... Der Bonus war nur, der nur einen Kampf gehalten hat, das war nicht Tempel, das war was anderes. Das waren die Fountains. Jetzt keine Lust, hier irgendwie rasten zu müssen oder irgend so ein Scheiß. Ich hab einen Plan, ich hab was vor, Spiel. Du stör mich nicht mit deinem Kram hier. Hast du irgendwas, was... Mal Pain mal wieder, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Hat gereicht. Nee, das machen wir ohne Zauber. Okay. Oh, okay, Latschit, das war jetzt nicht schlecht. Also, ist auch nicht besser als das, was wir schon haben, aber es ist nicht schlecht. Okay. Also, Dunkelheit. Ach nee, wir haben ja super Licht. Wegen Tempel und so. Und die Tür schon auf. So. Können wir ja mal ein bisschen weiter gucken. Jetzt kommt der Kampf. Hier hat sich nichts getan. Nee, okay. Na dann. Spectre, ja, die waren irgendwie doof. Genau, weil die haben uns gedrained. Und wir sind vorher gestorben, bevor wir sie... Also wir waren gedrained, also auf null gedrained, bevor sie gestorben sind. Jetzt haben wir gegen dich, ne? Nee. Könnte ja sein, vielleicht. Block. Okay, Attack. Attack. Okay, einer ist weg. Attack. Attack. Drains Life Force nicht gut. Drains Life Force nicht gut. Block. Block.
Konzentrieren wir uns erstmal auf einen. Nee. Das machst du. Okay, gut. Das war eine gute Entscheidung. Die haben mehr als 50 Hitpoints. Verdammte Scheiße. Come on. Okay, nicht getroffen. Sehr gut. Okay, wir sind besser als beim letzten Mal. Ich meine, warum habe ich das beim letzten Mal mit dem Tempel nicht gemacht? Habe ich da nicht dran gedacht oder hat dem irgendwas im Weg gestanden? Wahrscheinlich war ich einfach nur zu blöd. Die Banshees haben mehr Punkte gegeben. Oder haben wir den Kampf schon geschafft und ich habe den nächsten nicht geschafft und ich bin nur gerade etwas verwirrt. Okay, was wir jetzt machen ist, die Level sind wieder da. Die Level sind wieder da, okay. Nee, ich bin feige. Bitte sie. Nee, wollen wir nicht. Okay, Gott sei Dank. Weil jetzt hier keine störenden Zufallsbegegnungen haben. Wir wollen rasten. Wir wollen ins Inn. Wir wollen es ja legitim machen. Zumindest den Anschein erwecken, nicht wahr? Need help, yes. Donate. Ich meine, wir haben so viel Geld, aber dann machen diese 45 oder 450, 500, wie viel das auch immer werden müssen. Spiel. Yes. Okay. Ah, jetzt war's. Okay, es ist also sehr zufällig. Vielleicht verdoppelt sich's auch einfach. Jetzt sind wir aber protected, ne? Ja, okay. Ich meine, wir haben das Geld über, da können wir aber großzügig sein. Ich weiß, weswegen es nicht geklappt hat. Ich weiß, was ich nicht hätte machen dürfen. Warum? Ihr habt das wahrscheinlich schon gegen den Monitor geschrien. Ja, ich habe gerastet. Jetzt sind die Kämpfe wieder da. Na gut. Okay, dann mache ich die mal kurz nochmal und dann sehen wir uns gleich wieder an der Stelle, wo ich eben war. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und diesmal war ich ein kleines bisschen schlauer. Ich habe das nach dem Kampf nötige Auffrischen im Tempel gemacht. Ich meine, die kann man ja auch dafür bezahlen, dass sie uns heilen. Dafür müssen wir ja nicht zwangsläufig rasten und den Tag resetten. Also haben wir jetzt quasi volle Hitpoints und ich meine, gezaubert haben wir nicht, weil wir nicht zaubern können. Also sind wir wieder voll und der Tag ist immer noch der gleiche. Das heißt, wir haben unsere Boni noch. Richtig. Okay, also. Mummies. Okay. Okay, 69 Hitpoints haben sie nicht. 53, da haben sie mehr. 60. Disease, okay, ist nicht gut. Und eine Menge Schaden, das ist auch nicht gut. Okay, also wieder dran denken, nicht rasten, sondern zurück zum Tempel zum Heilen. Perks. Also manchmal, ich meine, manchmal bin ich so begriffsstutzig, es ist wirklich erschreckend, aber gut. Okay. Also ich habe fast den Eindruck, diese, was war das? Spectres waren die schwersten bisher. Oder vielleicht haben wir auch noch wahnsinnig viel Glück, aber ich meine, weil ich meine, Disease bringt uns ja nicht schnell genug um. Ich meine, mit dem, beziehungsweise, ja, mit dem Drain, da können sie uns ja auf null drainen.
Aber Disease, das dauert ja einfach. Deswegen ist das ja eigentlich. Na, come on. Ja, okay. Ja, vielleicht schlagen sie uns einfach tot, aber. Okay. Okay, ich habe das zweimal, glaube ich, auch noch nicht. So, jetzt haben wir das genau das letzte Feld. Okay. Okay. Also, raus. Yes. Restore health. So einfach ist das. Restore health. Restore health. Restore health. Restore health. Und du musst nicht. Okay. Sind wir immer noch protected? Ja, wir sind immer noch protected. Na gut. Okay, schlag mal bitte die Hydra tot. Schlag mal bitte die Hydra tot. Dankeschön. Auf den blöden Cleric. Okay, der ist auch weg. Ich meine, mit Zaubern müssen wir ja nicht zurückhalten. Ist ja nicht so, dass wir die jetzt noch brauchen werden. Mal einfach unterstellt, dass wir den letzten Kampf auch ohne Zauber bestehen werden müssen. Ach, come on, come on. Meine, wir können uns einfach auch noch vorher heilen. So ist ja nicht. Spellbonds haben wir ja über. Das ist eine andere Sache, die ich machen könnte. Allerdings, die können wir im Tempel nicht regenerieren. Das ist der Nachteil. Ich meine nicht, dass wir es müssen, weil wir es nicht brauchen, aber. Na also. Haben wir auch schon, aber okay, so, dann heilen wir jetzt mal Miss Parker, Rosaka und Rosaka nochmal. Okay. Ach, Spiel, also wirklich. Irgendwas, was ja, Paralyze. Ja, immerhin bei einem One Point. Und jetzt kommen die großen Zahlen. Okay. Ich will doch nur diesen Kampf noch machen und zu so gucken, was da ist. Wahrscheinlich ist da nicht mal was. Das ist wahrscheinlich einfach nur. Da ist halt. Wir sind auf dem Friedhof und da ist halt eine Krypt und da sind halt Untote. Und vielleicht treffen wir auch noch ein bisschen besseren Untoten. Ich will das jetzt einfach wissen. Aber das Spiel wirft uns hier jetzt irgendwelche völlig überflüssigen Zufallsbegegnungen vor die Füße. Die, please. So, ich warte ja noch drauf, dass wir beim Entschärfen einer Falle bei einem Ledersack oder Jutebeutel oder was das da ist, noch irgendwie von Pfeilen durchbohrt werden und dann irgendwie doch noch rasten müssen oder irgendwie so ein Kram. So. Das ist nicht euer Ernst. Wieder eine Zufallsbegegnung. Okay. Die mögen uns hier nicht. Ich meine,
ich weiß nicht, ob ich Psych Protected bin. Das, ach, geht ja nicht. Aber die kann ich nicht zaubern. Okay, ist ja alles gut. So, jetzt wollen wir wieder den ganzen Schaden tanken. Das heißt, ich müsste eigentlich wieder zurück. Aber nein, machen wir nicht. Ne, bisher haben wir noch keinen Schaden genommen, so richtig. Ja, ja, haut bloß ab. 4 Points, okay. Misses, sehr gut. 5 Points, okay. Rusalka trifft nie. Was ist mit Rusalka? Naja, gut, da hört er. Ja, Sir Tower hat den Schuss gehört, also, oder gesehen, oder wie auch immer. Er geht. Gut so. Ja! Fuck you, Game! Ist mir jetzt egal. So. Oh! Okay. Ich habe noch einen Kampf erwartet. Ganze Aufwand umsonst. Das habe ich nicht anders verdient. Dummerweise habt ihr es jetzt so gesehen auch nicht anders verdient, weil ihr mir zuguckt. Naja, gut, okay. Ja, aber so ist es halt. Ich meine, konnte ja nicht wissen, dass da kein Kampf mehr kommt. Find, remove trap. Mach das mal. Und bitte bring uns jetzt nicht alle um. Das hat funktioniert. 200 Gems. Undead Amulet. Okay. Okay. Wir haben es zumindest geschafft. Wir haben die Krypta endlich erledigt. Ah, wunderbar. Das ist ein. Es ist fast so, als hätte ich das Spiel durchgespielt. Also so fühle ich mich gerade. Es ist. Nee, nicht wirklich. Aber es ist schon ein bisschen was. So, jetzt wollen wir mal gucken, wer hat das denn? Undead Amulet. So, dann gucke ich mal in meine Itemliste. So viel Spaß muss sein. Ist das. Vielleicht ist es ja auch ein Quest-Item, das wir noch brauchen. Undead Amulet ist ein Accessory. Macht 4 Resistance plus 50. Was okay ist. Und macht Turn Undead. Was jetzt nicht so der Mega-Bringer ist, aber ich beklag mich nicht. Wir können es benutzen und ich nehme an, immer wieder. Benutzen, also tragen können es alle. Wer trägt denn gerade nichts? Tiamat, wer ist denn manchmal. Sin hat schon, glaube ich, was. Ja, du hast auch keinen Platz mehr. Hat jemand, dann zieh das Equip es doch mal. Okay. Haben wir irgendjemanden, den wir wirklich 4 Resistance machen wollen? Ich meine, vor 4 können wir uns da auch einfach mit dem Psych Protection schützen, ne? Hat der nicht 100% oder so? Oder bilde ich mir das ein? Weil zumindest die Sleep Spells haben alle nicht mehr funktioniert. Aber es kann ja einfach sein, dass die zu schwach waren, in Anführungsstrichen. Das war gerade 4. Grants all characters immunity from mind-influencing spells. Und 4 ist ja wohl mind-influencing, würde ich mal behaupten. Aber wir werden sehen. Wir haben jetzt Undead Amulet. Und der Sieg ist unser. Yes. Okay. Ja, das war es dann für heute. Dann habe ich ein bisschen Zeit gewonnen, um mir zu überlegen, was wir jetzt wirklich als nächstes machen wollen, also Produktives. Haben jetzt aber endlich die Krypta in Dusk erledigt und damit Dusk soweit erkundet, wie uns das möglich ist. Und dann werden wir beim anderen Mal irgendwas anderes erkunden, wahrscheinlich irgendwie einen neuen Teil der Oberwelt oder so. Da habe ich mal wieder Lust drauf. Das ist immer ganz unterhaltsam, mal gucken, was wir da noch aufdecken können. Habe ich die Schlösser? Habe ich, glaube ich. Ich müsste noch mal gucken, wie das mit den Prisonern ist. Es gibt auch noch einige Schlösser, die wir bereisen müssen. Ich wollte auch noch mal in diese verdammte Höhle, wo die Teleporter waren. Weil da bin ich ja eher nur so durchgegascht und in den erstbesten reingelaufen. Teleporter. Und das könnte man auch noch mal machen. Also wir haben noch ein paar Sachen, die wir vor der Nase haben. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Für dieses
Krypta-Reinigung und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Bis dahin. Tschüss.